Hallo, hier ist Hans Frohnert mit dem Thema: Ich habe keine Lust, mein ganzes persönliches Umfeld zu verbrennen. Na sowas, Sie sind aber komisch. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, mein Umfeld zu verbrennen. Ich hatte dazu auch noch nie Lust und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der das mit Lust tut und trotzdem passiert es immer wieder. Zum Beispiel unser Herr Marx hier. Er gehört zu den Menschen, die überhaupt nichts mehr dazulernen, weil sie schon alles besser wissen und die auch keine Ausbildung und kein Training brauchen. Er weiß, wie man das macht und er nimmt den Hammer und haut drauf. Und er hört auch gar nicht hin, ob da jemand Interesse hat oder nicht, sondern er will die alle umbügeln, anhauen, umhauen, abhauen. Das ist sein Motto. Ja, und wenn er abgehauen ist, dann ist eben die Erde verbrannt. Wobei den Schaden, den er anrichtet, der ist noch von überschaubarer geografischer Größe. Schlimmer sind unsere großflächigen Brandstifter, die charismatischen Festredner. Blablabla. Und wenn Sie ab heute Abend unsere Zahncreme exklusiv verwenden, kann ich Ihnen versprechen, dann sind Sie in 12 bis 18 Monaten Millionär. Tja, es gibt sie. Und wir müssen damit leben, genauso wie wir mit dieser Vergangenheit leben müssen. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Und wenn mich einer fragt, wie hättest du dich verhalten, hättest du mitgejubelt, möchte ich am liebsten spontan sagen, na ich doch ganz bestimmt nicht. Aber so einfach kann ich mir es nicht machen, weil ich in dieser Zeit nicht geboren wurde. Ich wurde nicht in der HJ gleichgeschaltet. Ich kann es nicht beurteilen. Darum möchte ich jemand zu Wort kommen lassen, der sich viel Gedanken über dieses Thema gemacht hat. Nämlich Reinhard Sprenger mit seinem interessanten Hörbuch »Die Entscheidung liegt bei dir«. In der FAZ stieß ich auf folgende Meldung. Seit Freitag ist die 22 Jahre alte Polizeimeisterin Tanja B. im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass der Castortransport sicher ins niedersächsische Gorleben gelangen kann. Dass sie ihre Pflicht erfüllt, bedeutet freilich nicht, dass sie von ihrer Aufgabe überzeugt ist. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber demonstrieren als den Castor verteidigen, sagt Tanja B. Denn sie ist sich sicher, dass radioaktive Strahlung aus den 6 Behältern dringt und der Umgebung Schaden bringt. Doch sie hat nicht die Wahl und deswegen muss sie nun jene, die ihrer Ansicht nach Recht haben, zurückdrängen. Dieser Zeitungsbericht zeigt besser als jede theoretische Herleitung, wie wir uns programmiert haben. Tanja B. ist überzeugt, keine Wahl zu haben. Tatsache aber ist, Tanja B. hat Preise verglichen und der Preis der Einsatzverweigerung war ihr zu hoch. Gott sei Dank müssen wir ja nicht entscheiden, wie wir uns in der Vergangenheit verhalten hätten, sondern wir haben die Wahl, jeden Tag in der Gegenwart uns so zu verhalten, wie wir es für richtig halten. Ein gewisser Dr. H.C. Reik Fischer lädt uns ein, in 366 Tagen Millionär zu werden. Ja, er lädt uns nicht ein, er garantiert uns das. Zusammen sein. Mit meinem Einjahresprogramm in 366 Tagen Millionär gebe ich Ihnen genau diese Chance und übernehme gleichzeitig als Ihr Mentor die Garantie für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Mein Tipp an Sie, schreiben Sie das Drehbuch. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, sie liegt bei mir. Schaue ich mir das an, betrachte ich es als meine Chance oder winke ich ab und klick's weg? Wer bereit ist, die MLM-Schulbank zu drücken und seine Hausaufgaben zu machen, der lernt, dass eine angenehme, warme Atmosphäre besser und erfolgreicher ist, als sein Umfeld zu verbrennen, meist aus Ahnungslosigkeit und vor allen Dingen auf die Bedürfnisse der anderen Menschen zu hören. Getreu der MLM-Philosophie, sorge dafür, dass die anderen das bekommen, was sie wollen. Du bekommst automatisch das,
was du möchtest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen ein angenehmes, warmes Gefühl, wenn Sie an Network Marketing denken. Ihr Hans Bronath.